Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Stahlblogger-Podcast mit Ihrem Gastgeber Man with Steel. Hier dreht sich alles um die Branchen und Werkstoffe, die unsere Welt maßgeblich prägen und formen. Ja, herzlich willkommen, liebe Stahlblogger-Freunde, beim Stahlblogger-Podcast. Und ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich Mike Kleinemaß. Und wir werden heute sprechen über Social Selling, über seine Aufgabe bei ThyssenKrupp Material Services, über B2B-Marketing und wir kommen an einer Fußballfrage heute nicht vorbei. Herzlich willkommen, Mike. Ja, vielen Dank, Heinz. Freut mich sehr, heute zu Gast zu sein in deinem Stahlblogger-Podcast. Genau, und bei dir zu Hause eigentlich im Q6, wo du ja dein Büro hast, ganz in genau, Essen. Ja. Ja, Mike, wie bist du eigentlich mit Social Selling in Berührung gekommen? Ja, vielen Dank für die Frage, Heinz. Das ist wirklich eine etwas längere Geschichte. Das Ganze hat begonnen, das war so das Jahr 2010. Ich war damals bei der DVZ Deutschen Verkehrszeitung tätig und habe im Zuge meiner Arbeit ein Buch gelesen. Und es hieß Facebook Marketing unter Freunden. Und dabei ging es darum, wie kann man soziale Netzwerke im beruflichen Kontext eigentlich einsetzen. Und was dabei rauskam, war im Prinzip die besondere Kraft der sozialen Netzwerke oder Netzwerke als solches für Werbung, Marketing und Vertrieb. Und das war damals so der Startschuss, wo ich auch angefangen habe, Social-Media-Aktivitäten in diesen B2B-Verlag einzuführen. Das heißt, wir haben damit eine Initiative unterstützt, wo es darum ging, Fachkräfte für die Logistik zu gewinnen und zu begeistern. Und wie wir alle wissen, junge Menschen sind sehr häufig auf Social Media unterwegs. Damals war es insbesondere Facebook im Jahr 2010. Und ja, so kam das, dass wir das auch genutzt haben, um eine Veranstaltung zu organisieren, nämlich den ersten Social Media Kongress für die Transport- und Logistikbranche. Den habe ich damals programmatisch mit konzipiert und vieles war damals im Bereich Employer Branding, Mitarbeitergewinnung über Facebook, aber es zeigten sich die ersten Anfänge auch in der Kontraktlogistik, über Facebook Kontakt zu seinen Kunden aufzunehmen und Beziehungen zu pflegen. Das Wissen habe ich dann mitgenommen nach Düsseldorf, als ich wieder am Stammsitz des Verlags tätig war und ja, in verschiedenen Funktionen. Einmal war ich als Springer im Verkauf tätig und durfte dabei helfen, Anzeigen in einer Tageszeitung zu verkaufen. Und das andere Mal war ich als Produktverantwortlicher für eine digitale und gedruckte Zeitung zuständig. Und du kannst dir vorstellen, wie schwierig es ist, wenn man jetzt nicht Materialien hat, die jeder braucht, wie zum Beispiel Stahl und Aluminium. Ohne das steht die Produktion still, es können Autos nicht produziert werden und Maschinen auch nicht, sondern man muss etwas verkaufen, ohne dass es im Prinzip auch weitergeht, nämlich Tageszeitungen. Die Tageszeitungsanzeigen, die Kollegen mögen es mir verzeihen, aber ja, dadurch steht keine Produktionslinie still. Dementsprechend stand ich vor der Herausforderung, wirklich Kunden kalt anrufen zu müssen. Kunden, die ich nicht kannte, Kunden, die mich nicht kannten und das Ganze im Großraumbüro an einem Viererstern, ja, mit vielen erfahrenen Vertriebskoryphäen, die nichts anderes machen als das den ganzen Tag. Und jetzt kam ich da als relativ junger Mensch noch hin, eher so ein Marketing-Hintergrund, analytischer geprägt und stand vor der Herausforderung, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich Kunden anrufe, die dazu bringe, mir ihre Zeit zu schenken und idealerweise noch was abzukaufen. Das war eine Herausforderung, die ich sehr, sehr groß fand und auch nicht so einfach war. Deswegen habe ich mir überlegt, welche alternativen Wege gibt es denn da zum Ziel zu kommen? Und da habe ich mich dann wiederum an das Facebook-Buch erinnert. Zu der Zeit gab es aber noch ein anderes Netzwerk, das kennen wir auch alle, Xing, im deutschsprachigen Bereich sehr, sehr groß. Und da findet man sehr, sehr viele Business-Kontakte. Zu der Zeit war es wirklich noch das Nummer-1-Netzwerk. Das war so Zeitpunkt 2012, 2013 für Geschäftskontakte. Und habe einfach angefangen, da entsprechend gut vorbereitete E-Mails zu schreiben, also über Xing zu verschicken als Nachricht mit dem entsprechenden Kontext. Warum ist das Produkt gut? Was bringt diese Anzeige? Und wieso ist dieser potenzielle Werbekunde in dem Umfeld genau richtig aufgehoben? Und das hat funktioniert damals. Darüber war ich in der Lage, fünfstellige Umsätze zu schreiben und habe gemerkt, das funktioniert. Ja, und es ist eine wesentlich angenehmere Art und Weise, als über die klassische telefonische Kaltakquise. Und
Das Wissen habe ich im Prinzip kultiviert, mitgenommen zu ThyssenKrupp ins Jahr 2017, als ich damals hier eingestiegen bin im Bereich Anlagenbau. Und da war damals unsere Kundschaft sehr, sehr global. Also sprich Anlagenbaukunden auf der ganzen Welt zwischen Brasilien und Indien weit verteilt. Und die Menschen findet man nirgendwo so gut wie auf LinkedIn. Und darüber, gerade in der globalen Pandemie, wo die Marketingbudgets geschrumpft sind, kam ich dazu, das nochmal wieder zu remixen, dieses Wissen und in die neue Zeit zu überführen und Social Selling auf LinkedIn zu etablieren. Diesmal in einer neuen Variante, nämlich mehr Social als Selling, indem man mit entsprechenden Inhalten halt auch Kunden darüber informiert, was das Unternehmen kann, Awareness für Produkte schafft und dann halt erst wirklich in den Sales-Prozess eintritt. Ein interessantes Thema ist ja auch, dass bald das zweite B2B-Influencer-Forum in Essen bei ThyssenKrupp Material Services stattfindet. Wie kam es dazu? Ja, das ist eine ganz spannende Idee, Heinz. Danke, dass du mich das fragst. Das hat sich auch ergeben aus einem Influencer-Treffen, zu dem wir selber eingeladen wurden, ein Kollege und ich. Wurde von IBM ins Leben gerufen. Man muss wissen, IBM ist schon sehr lange im Bereich Influencer-Marketing aktiv, dadurch, dass im Bereich der Softwarelösungen auch ein hoher Informationsbedarf in der Kundenreise besteht. Also sprich, muss man die Kunden sehr weitreichend informieren, bis es dann letztendlich zu einem Abschluss kommt. Dauert auch eine gewisse Zeit lang und dementsprechend ist diese Branche schon weiter gewesen, was Influencer-Marketing angeht im Investitionsgüterkontext. Und da bestand dann die Idee, sowas auch mal für uns zu machen. Das hat bisher noch kein Unternehmen in der Industriebranche gemacht. Mir ist auch kein anderes Unternehmen bekannt, was es in der Größenordnung gemacht hat. Und ja, bedingt durch unsere gute Kultur, dass wir einfach Ideen einfach mal ausprobieren können, eine Autonomie genießen und sehr kreativ auch in einem Konzern arbeiten dürfen, haben wir einfach die richtigen Leute bei uns überzeugt, diese damals noch sehr verrückte Idee machen zu können. Und wir freuen uns jetzt tatsächlich, dass es morgen soweit ist. Mike, wir haben uns ja im Rahmen eines Social Selling Projekts kennengelernt. Könntest du unseren Zuhörern erklären, Social Selling, was es auf sich hat? Ja, Social Selling ist im Prinzip Kundenbeziehungsmanagement auf und mit Social Media. Also heutzutage wissen wir ja alle, durch die Digitalisierung ist es besonders wichtig, nicht nur persönlich in Kontakt zu bleiben, sondern auch auf digitalem Wege. Und da bietet sich natürlich Social Media an, dort in seinem Netzwerk Kundenbeziehungen, gerade als Vertriebsmensch oder als Person, die mit verschiedenen Stakeholdern, wie man auf Neudeutsch sagt, in Kontakt steht, auch auf Social Media sogenanntes Social Selling zu betreiben, also sprich Kundenbeziehungsmanagement, das, was man auch in der analogen Welt getan hat, auf Social Media weiterzuführen. Warum glaubst du, ist es in der B2B-Landschaft so wichtig geworden? Ja, also gerade im B2B ist es durch die Corona-Pandemie, also durch die globale Pandemie nochmal ganz besonders wichtig geworden, weil wir gemerkt haben, Digitalisierung geht ja doch. Gerade in Deutschland, wo Kartenzahlung vor Corona ein großes Thema war noch, wo Remote Work, also Arbeiten von zu Hause, sehr ungern gesehen war und schlecht möglich. Man hat gemerkt, es geht ja doch. Und dadurch hat sich auch die gesamte Kundenbeziehung ja auch so ein bisschen verändert. Viele Einkäufer arbeiten auch gerne von zu Hause, Verkäufer auch. Es bringt verschiedene Vorteile mit sich, sodass heutzutage wirklich viele Kundenbeziehungen auch auf digitalem Wege geführt werden können, gepflegt werden können, was früher gar nicht denkbar war. Und dazu kommt halt noch, dass man mit einem Geschäftsnetzwerk wie LinkedIn eine großartige Möglichkeit hat, auch viele Kunden und noch Nicht-Kunden dort zu finden. Also sprich, neue Kundenpotenziale zu entdecken. LinkedIn hat heutzutage fast 1 Milliarde Nutzer weltweit. Das ist extrem viel und bietet eine gute Basis, um halt auch neue Geschäfte zu machen. Jetzt tut sich ja auch einiges Neues bei dir. Du bist ja mittlerweile jetzt unter die Schriftsteller gegangen. Wie heißt denn dein Buch und worum geht es darin?
Ja, sozusagen, genau. Also mein Buch hat einen englischen Titel und heißt How to Succeed as a One-Man-Show in B2B Digital Marketing. Und die Geschichte dazu ist, dass als ich bei ThyssenKrupp angefangen bin, damals in der Sparte des Anlagenbaus, in der großen Matrix-Organisation auf sehr viele Kolleginnen und Kollegen getroffen bin, die als One-Man- oder One-Women-Show gearbeitet haben. Das war nicht nur bei uns so, bei ThyssenKrupp, sondern auch auf verschiedenen Veranstaltungen, Marketingkongressen habe ich immer wieder diese Leute getroffen, die gerade im Bereich Investitionsgüter ganz alleine noch im Marketing Pionierarbeit verrichtet haben. Und das hat diese Leute in die Lage gebracht, dass es viel zu viele Themen waren, die sie bespielen sollten, mit sehr unklaren Zielvorgaben auch. Weil oftmals waren dort Menschen, die irgendwie alles machen sollten. Social Media haben wir gerade angesprochen, aber genauso gut Webseiten pflegen, Newsletter zu schreiben, nebenbei noch das Messegeschäft am besten machen. Da kannst du dir vorstellen, wie vielfältig das ist und dass es eigentlich viel zu viel ist für eine Person. Dazu kommt dann noch der Trend der Digitalisierung, sodass quasi jedes Jahr neue soziale Netzwerke oder neue Marketingkanäle auf den Plan treten, wo man im Prinzip eigentlich gar nicht genau weiß, welchen soll ich jetzt bespielen und welchen vielleicht lieber nicht. Und in meinem Buch möchte ich genau diesen Menschen helfen, nämlich in diesem Blumenstrauß und diesem Dschungel der Möglichkeiten nicht unterzugehen, sondern da wirklich zu wissen, ja, welche Blumen aus dem Strauß, die zupfe ich mir heraus und welche bespiele ich letztendlich mit meinen Marketingmöglichkeiten? Was sind die richtigen Kanäle, auf welche sollte ich mich konzentrieren und welche funktionieren wirklich? Wo ist denn dein Buch erhältlich? Am einfachsten über? Über Amazon letztendlich. Ich habe es tatsächlich ohne Verlag, Eigenverlag im sogenannten Self-Publishing rausgebracht und man findet es auf Amazon und es würde mich freuen, wenn ich einigen Kolleginnen und Kollegen genauso gut wie allen anderen B2B-Marketern so ein bisschen dabei helfen kann, Orientierung zu finden und dabei zu helfen kann, richtig zu priorisieren, damit sie im B2B-Digital-Marketing erfolgreich sind. Ja, ich kann es empfehlen, ich habe es schon gelesen. Das freut mich natürlich zu hören. Jetzt würde mich auch interessieren, inwiefern beeinflusst die fünfte industrielle Revolution die B2B-Marketing-Strategie von Unternehmen und welche Rolle spielen dabei neue Technologien? Ja, sehr spannende Frage. Wir sind nach meinem Empfinden mittendrin an der Schwelle zur fünften industriellen Revolution. Nachhaltigkeit ist das große Thema, was uns alle beschäftigt. Alle Unternehmen müssen dort Antworten geben, müssen Strategien entwickeln. Es gibt neue Technologien wie künstliche Intelligenz, die seit letztem Jahr so richtig anfassbar und erlebbar wurden durch ChatGPT, was so ein bisschen wie die Erfindung der Glühbirne ist oder auch wie 1995, als das Internet in die Privathaushalte Einzug erhielt. Damals hat Amazon seinen Buchstore eröffnet, eBay die erste Auktion gemacht und ja, so in einem ähnlichen Moment befinden wir uns heute. Und fünfte industrielle Revolution, dabei geht es ums Thema Nachhaltigkeit, um neue Technologien wie künstliche Intelligenz und den Menschen dabei nicht zu vergessen. Der Mensch wird seine Kreativität einsetzen können, mit Hilfe von digitalen Technologien noch produktiver werden, um große Herausforderungen wie die Nachhaltigkeit zu lösen. Und Marketingmenschen können dabei insbesondere auch gucken, wie hoch ist denn eigentlich der CO2-Fußabdruck nicht nur ihres eigenen Unternehmens, sondern auch ihrer Marketingaktivitäten. Dabei kann man nämlich auch eine Menge CO2 sparen. Das wird sicherlich sehr spannend sein. Und zum anderen diese neuen Technologien einzusetzen, um bessere Kundenerfahrungen zu erzeugen und letztendlich die großen Themen unserer Gesellschaft zu lösen, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Ja, Mike, du arbeitest ja im Zentralbereich von ThyssenKrupp Material Services. Ich sage immer, wenn ich in Essen bin, das ist meine Lieblingsabteilung. Das hören wir natürlich gerne. Im sogenannten Tribe Excellence and Performance, das nennen wir TEP. Kannst du uns vielleicht erzählen, um was da geht und was ist eure Mission? Sehr gerne. Ich hole da gerne ein bisschen weiter aus, weil die heutige Zeit, haben wir gerade gehört, ist sehr schnelllebig. Ne? Ständig passieren irgendwie unerwartete Ereignisse.
Marktbedingungen verändern sich brachial, das hast du selber im Vertrieb mitbekommen mit der Corona-Pandemie. Die Preise haben sich wahnsinnig schnell verändert. Materialien waren auf einmal nicht mehr verfügbar. Und das verlangt von Organisationen natürlich eine gewisse Geschwindigkeit und eine Flexibilität, nicht an 5-Jahresplänen festzuhalten oder langwierige Strategien zu machen, sondern halt auch wirklich schnelle, flexible Lösungen zu erarbeiten. Und daher kommt auch dieser Gedanke, getragen durch unsere Chief Transformation Officer, der Ilse Henne, das Unternehmen zu transformieren und zwar schneller und performanter zu machen. Deswegen heißen wir auch Excellence and Performance, weil wir unsere Gesellschaften letztendlich befähigen möchten, gewisse Themen schneller zu lösen. Insbesondere Nussknacker-Themen, die oftmals sehr lange dauern können. Das sind insbesondere Themen der digitalen Transformation, aber genauso gut Nachhaltigkeit oder die Einführung von künstlicher Intelligenz ins Unternehmen. Beispiel Social Selling hast du vorhin angesprochen, darüber haben wir uns kennengelernt. Das sind alles so Themen, die uns extrem weiterhelfen, wenn wir sie in unsere Organisationen bringen können. Das heißt, diese Innovation in die Firma bekommen und da nachhaltig in den Prozessen verankern. Sprich, es kommt von einem globalen Trend, dass wir immer schneller reagieren müssen und natürlich produktiver werden müssen. Und unser Ziel ist es im Prinzip aber auch, eine neue Kultur zu etablieren, nämlich die Kultur der Autonomie und des Vertrauens. Das heißt, bei uns ist es so, dass wir klare Richtlinien haben, wie zum Beispiel, dass unsere Projekte businesskritisch und zeitkritisch sein müssen, damit wir unsere Ressourcen da hineingeben und unsere Kolleginnen und Kollegen dabei unterstützen, neue Technologien einzuführen, performante Prozesse zu etablieren. Und das ist für uns dabei zentral wichtig, diese Kultur auch zu leben. Man kann es im Prinzip übersetzen mit einer Art von Start-up-Dynamik und einer Dynamik aus der agilen Softwareentwicklung, die wir in den Konzern bringen. Mit dem Ziel, letztendlich bessere Produkte oder Projektlösungen zu erschaffen, dadurch, dass die agile Arbeitskultur, der wir uns widmen oder der wir uns verschrieben haben, damit bessere Lösungen zu erzielen, genauso was produziert, nämlich messbare Ergebnisse in einer hohen Geschwindigkeit mit der Integration von Kundenfeedback, also sprich regelmäßigen Austausches und das dann in die Lösungen einzuarbeiten. Ja, wirklich sehr spannend. Und dann passiert es, dass aus dem Nichts ein Stahlblocker kommt, genau, mit der Unterstützung eines TEPS. Ja, wirklich eine sehr schöne Erfolgsgeschichte. Ich glaube, da beneiden uns tatsächlich auch viele Unternehmen drum. Ich wurde schon häufig darauf angesprochen, was man eigentlich tun muss, um so einen Stahlblogger zu entwickeln oder zu entdecken. Und das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte, die zeigt, was einfach passieren kann, wenn man sich einem Thema widmet und das zusammen mit seinen Gesellschaften in den unterschiedlichen Ländern mal gemeinsam angeht, in einem Piloten und dann schaut, was kann man da eigentlich noch in die Zukunft hinaus entwickeln. Und ja, das ist natürlich eine schöne Geschichte, die wir auch gerne fortsetzen möchten. Absolut. Sprechen wir noch über High-Performance-Teams. Mhm. Jetzt war ja gerade das Fußball-Länderspiel Österreich gegen Deutschland. Das ging ja für euch nicht so gut aus. Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Faktoren, um in der heutigen schnelllebigen Welt ein High-Performance-Team zu schaffen? Ja. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg beim Länderspiel. Die deutsche Nationalmannschaft hat genau diese Kriterien meiner Meinung nach nicht gezeigt. Was man da feststellen kann, ist, dass es in der Kohäsion und Teamchemie nicht zu stimmen scheint. Sieht man daran, dass es halt verschiedene Unstimmigkeiten gibt. Wer ist da eigentlich gerade der Kapitän? Welche Generation hat was zu sagen? Man hat ehemalige Weltmeister dabei wie Thomas Müller, Mats Hummels. Dann hat man aber auch die jungen Wilden. Dann hat man mit Joshua Kimmich jemanden, der eigentlich mal der Leader war, aber jetzt derzeit eher auf dem absteigenden Ast ist. Das schürft natürlich viel vielleicht Missgunst und auch Probleme in der Mannschaft, die dann, wie man sieht, auch so münden in zwei Niederlagen nacheinander. Was kann man besser machen? Letztendlich Kohäsion und Teamchemie ist ganz wichtig. Das geht Hand in Hand mit einer gewissen Leadership, einer effizienten Führung, auch innerhalb des Teams. Gewisse Autonomie geben, auch ein Gefühl dafür zu haben,
wie man mit welchen Spielertypen umgeht. Ich nehme immer sehr gerne das Beispiel von Real Madrid, weil die haben es damals geschafft, im Jahr 16, 2017 und 2018 dreimal hintereinander die Champions League zu gewinnen. Das ist noch keinem anderen Fußballteam gelungen. Könnten jetzt auch sagen, ja, RB Salzburg oder Bayern München sind ähnlich erfolgreich in ihren Ligen, aber das war schon mal eine sehr herausragende Leistung. Und was haben die gemacht? Die hatten genauso einen Trainer, der es verstanden hat, mit Stars genauso gut umzugehen wie mit jungen Talenten. Und da hat Real Madrid auch regelmäßig einige bekannte Namen vorzuweisen gehabt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dieses gemeinsame Ziel, diese Vision, bei Real Madrid steht der Champions-League-Titel über allem. Ja? Die lokale Meisterschaft darf dann schon mal gerne an den Konkurrenten aus Barcelona gehen, aber die Champions League ist halt wirklich das strategische Ziel. Darauf schwören sich alle ein. Dazu gibt es dann noch natürlich eine gewisse taktische Flexibilität, unterschiedliche Spielsysteme. Auch wenn mal zentrale Spieler ausfallen, muss man da flexibel sein und auch ein Mindset mitbringen, was letztendlich Wachstum zulässt und fördert, junge Spieler integrieren, in das System übertragen, sodass alle einfach genau wissen, was zu tun ist, worauf es sich zu fokussieren gilt. Und ja, mit dieser Kultur, gepaart mit Leistungsmetriken, dass halt klar ist, unser Ziel ist es, jedes Spiel zu gewinnen, so wie wir im Business beispielsweise KPIs und OKRs, sogenannte Objectives and Key Results, einsetzen. Ist übrigens eine ganz tolle Methode, um sich zu fokussieren, wenn man mehr Ideen als Kraft hat. Das kennen wir insbesondere im Marketing und Vertrieb. Da sind wir in der Regel sehr kreativ und haben in der Regel viel mehr Ideen als Arbeitszeit zur Verfügung. Und da hilft uns das extrem in der Orientierung. Also das sind so die Dinge, die ich da nennen würde. Klares Ziel und eine Vision. Dann eine effektive Leadership. Gruppenkohäsion in Teamchemie sollte stimmen, aber genauso gut halt auch die Leistungsmetriken. Und damit schafft man es dann zum Champions League-Sieg und als Unternehmen ja hoffentlich auch selber in der Champions League zu spielen. Wenn man dich jetzt folgt auf LinkedIn, dann sieht man oft sehr viele und interessante Beiträge über KI. Mhm. Und kannst du Beispiele nennen, wie künstliche Intelligenz im B2B-Marketing revolutioniert hat? Ja, B2B-Marketing ist ein ganz spannender Bereich, weil im B2B-Marketing haben die meisten Unternehmen die Herausforderung, dass sie Probleme haben, Content zu generieren. Im B2B, das weißt du ganz genau, sind Kaufentscheidungen etwas längerwieriger, längerfristig zu treffen, als wenn man halt im B2C irgendwie was schnell einkauft für sich persönlich. In der Regel ist die Informationsreise viel, viel länger und mehr Entscheider sind betroffen und dementsprechend muss man mehrere Entscheider an Punkten abholen, wo sie gerade stehen, in ihrer Informationsphase, ob sie schon bereit sind, Entscheidungen zu treffen oder aber gerade noch wirklich ganz am Anfang die ersten Anbieter zu sondieren. Und das verlangt eine ganze Menge Inhalt, Content. Ja, und um den richtigen Content für jede an der Entscheidung tätige Person richtig ansprechen zu können, muss man viel Content erstellen. Gerade wenn man komplexe Produkte hat, ist das richtig viel Arbeit. Und da kann künstliche Intelligenz, gerade generative AI, besonders gut helfen, indem Tools wie Copy AI, ChatGPT etc. einem helfen, Content zu erstellen, aber auch Content zu überarbeiten, in andere Sprachen zu übersetzen etc. Das ist so ein Beispiel. Gerade in der Content-Generierung sehen wir ein immenses Potenzial, wo künstliche Intelligenz teilweise Menschen bis zu 400% produktiver macht. Du hast es gerade angesprochen, LinkedIn ist so ein Beispiel. Du weißt, so ein guter LinkedIn-Beitrag dauert schon mal zwischen 30 und 60 Minuten. Ja, mit neuen Tools schafft man aber locker in einer Stunde 4 bis vielleicht 6 Beiträge. Ja, dementsprechend hat man einen hohen Produktivitätsgewinn, kann viel Content erstellen, kann Content personalisieren, aber halt natürlich auch Prognosen treffen. Prognosen in die Zukunft, kann seine Marketingkampagnen automatisieren, kann aber auch vorhersagen, wo letztendlich eine besondere Nachfrage stattfindet nach den Produkten und kann dann dementsprechend auch die Marketingkampagne danach aussteuern. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, welcher Trend siehst du da in B2B-Marketing?
Ja, also fürs nächste Jahr sehe ich insbesondere den Trend, dass sich das B2B-Influencer-Marketing noch stärker zeigen wird oder sogenanntes Thought-Leadership-Marketing, wo Unternehmen sowohl mit eigenen Influencern arbeiten werden, aber halt auch mit externen, um ihre Produkte und Dienstleistungen erlebbar zu machen, vielleicht auch zu erklären und im Markt bekannt zu machen. Dann glaube ich, wird eine der nächsten Stufen auch sein, das sogenannte Social Commerce im B2B. Und da glaube ich, dass eine Plattform wie LinkedIn in Zukunft halt auch eine Art Marktplatz darstellen wird. Die ersten Anzeichen kann man bereits sehen. LinkedIn hat vor kurzem sogenannte Produktseiten auch eingeführt, neben Unternehmensseiten auch Produktseiten. Es gibt auch im Sales Navigator die Möglichkeit, wirklich nach Kaufinteresse an gewissen Dienstleistungen und Produkten zu schauen. Und ich glaube, die nächste Stufe wird tatsächlich auch dann der sogenannte Social Commerce im B2B sein. Das so, was die Marketingdisziplinen so 2023, 2024 angeht, dann glaube ich, dass das Thema künstliche Intelligenz noch zu viel Veränderung führen wird. Wir sehen jetzt schon Chatbots auf Webseiten, Chatbots in Unternehmen und ich glaube, dass es in Zukunft spezialisierte Chatbots geben wird, sogenannte Industrial GPTs. Also das heißt, eine Art ChatGPT für jede Industrie, vielleicht für Unternehmen, die das ihren Kunden anbieten, aber auch genauso im Unternehmen selbst einsetzen. Und wenn du mich nach einem weiteren Blick in die Zukunft fragst, so zwischen 2027 und 2030, glaube ich, wird tatsächlich das Thema Metaverse nochmal auf den Tisch kommen. Das Thema wird jetzt vom Thema künstliche Intelligenz überstrahlt, aber ich glaube, in den Jahren 27 bis 30 wird das auch nochmal für die Marketer im Bereich B2B hochrelevant werden. Okay, spannend. Mike, zum Abschluss, welchen einen Rat würdest du unseren Zuhörern aus der Industrie mit auf den Weg geben, wenn sie ihre Marketingstrategien einfach verbessern möchten? Mhm. Ja, ich bin natürlich ein großer Freund von agilem Marketing und da habe ich es gerade schon genannt, die Methodik der Objectives and Key Results ist extrem hilfreich, eine Fokussierung und eine Messbarkeit der eigenen Aktivitäten hinzubekommen. Und wenn es eine Sache sein sollte, dann ist es für mich die. Okay, Mike, danke für deine Expertise, für deine Einblicke, die du uns gegeben hast. Und du weißt, dass du hast sicher schon mal einen Stahlblocker-Podcast gehört. Das heißt, aber natürlich, ja. Jetzt kommen wir zu den drei witzigen Fragen. Ja. Für welches Après-Ski-Getränk würdest du dich entscheiden, Mike? Für Flying Hirsch, Jägertee oder steirisches Bier? Das ist eine schwere Entscheidung. Ja, ich weiß natürlich, dass du in der Steiermark Ski fährst. Das ist so, ganz richtig, ja. Eigentlich gehört Jägertee oder Jägertee, genauso wie steirisches Bier, schon zu jeder Après-Ski dazu. Jetzt, wo momentan der Winter Einzug erhält, würde ich mich dann für den Jägertee oder Jägertee entscheiden. Okay, wenn du die Möglichkeit hättest, was würdest du eher besuchen? Das OMR-Event oder ein BVB-Spiel gegen Bayern München? Oh, das ist natürlich sehr schwierig. Sitzend neben Uli Hoeneß. Okay, das ist natürlich so spektakulär, das kann man sich nicht entgehen lassen. Also neben Uli Hoeneß oder Oliver Kahn, ganz klar dann das Fußballspiel. Okay. Was bevorzugst du in deiner Freizeit? Ein spannendes Buch, einen guten Podcast oder die Couch? Natürlich den Stahlblogger-Podcast. mit dem Buch auf der Couch. Ja, herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Vielleicht ergibt sich wieder mal eine Gelegenheit. Du bist immer gern gesehen im Stahlblogger-Podcast. Ja, herzlichen Dank, Heinz. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gerne. Freut mich sehr, mich mit dir austauschen zu können. Vielen Dank. Danke. Ja, liebe Stahlblogger-Freunde, das war's. Bitte nicht vergessen, Stahlblogger-Podcast abonnieren, dass ihr die nächsten Folgen auch seht. Ja, es bleibt spannend. Dranbleiben. Ihr Man with Steel. A Man with Steel.